Russische Gefängnis- und Kriminellenkultur ist ein Thema, das er bestimmt aus Hollywood-Filmen kennt. Etwa die vielen Tattoos, die russische Straftäter haben. Aktuell gibt es in Russland viele Berichte über die Subkultur der jungen Kriminellen, die unter dem Begriff Auje viele Schlagzeilen macht. Hallo zu Russland Live. Auje ist dabei als Bewegung wirklich organisiert und wurde vor etwa einem Monat vom obersten Gerichtshof Russlands als extremistisch eingestuft. Das Netzwerk fördert aktiv das Verbrechen und hat seine eigenen Regeln. Viele Mitglieder sind noch minderjährig. Die Gruppen fordern die Einhaltung eines Diebeskodex, verwalten gemeinsame Gelder und bieten im Austausch dafür Schutz und Unterstützung in allen Lebenslagen an. Es handelt sich also nicht um eine irgendwie politische Vereinigung, eher um so etwas, wie ihr es von Unterweltkartellen früheren Zeiten kennt. Entstanden ist die Bewegung 2011 aus einer Bande junger Straftäter in Russisch-Fernost mit nur 2 Dutzend Mitgliedern. Heute sollen es mehrere Tausende in den verschiedensten Gegenden von Russland sein. Über Sibirien hat sich die Bewegung nach Westen ausgebreitet. Die Straftaten, die sie begehen, sind nicht immer so harmlos wie Diebstähle, wie bei 2 15- und 16-jährigen Tätern in Sibirien. Sie schlugen einen 40-jährigen Mann in seinem Haus zusammen und vergewaltigten dann mit Hilfe einer Flasche und dem Schürhaken seine Partnerin. Die Organisation stellt sich wegen ihrer jungen Mitglieder viel online dar. Hier greift sie zu einer Romantisierung des Lebens als Dieb oder eines kriminellen Lebensstils. In ihrem Umfeld sind sie erfolgreich, wegen des Hauchs des Verbotenen. Sogar Merchandising wird verkauft, was natürlich verboten ist, und der Handel damit einem Ehepaar jetzt lange Haftstrafen eingebracht hat. Die Abkürzung AOE kommt in vielen tausend VK-Gruppen vor. Hunderttausende von Menschen sind dort online. Die meisten sind Mädchen und Jungen im Alter von 16 bis 18 Jahren. Der Unterschied zum aktuellen Phänomen besteht darin, dass sich AOE hauptsächlich über das Internet verbreitet, unter dem Deckmantel einer unabhängigen Bewegung mit Memes. Ihre Seiten und Gruppen in sozialen Netzwerken mit entsprechenden Inhalten haben Hunderttausende von Abonnenten. Die Online-Romantisierung des Kriminellen ist etwas, was AOE von anderen Subkulturen am Rande der Legalität unterscheidet. Etwa den Gopniki, die betont klischee-russisch auftreten, mit Adidas-Trainingsanzug, Turnschuhen und Goldketten. Sie betreiben aber keine Propaganda für ihre Bewegung im engeren Sinn. Auje ist viel mehr als Bewegung aufgebaut. Man sieht sich als Diebesmacht, der einen Gegenpol zu den staatlichen Behörden bildet. Ein Ausstieg ist für die Beteiligten sehr schwer. Es ist unmöglich, aus diesem plötzlich offenen Abgrund herauszukommen. Deswegen gibt es bei Jugendlichen teilweise Selbstmorde, auch Vergewaltigungen. Ein Experte der Novaya Gazeta zitiert auch Informationen über Fälle von Repressalien gegen Jugendliche von Gleichaltrigen, als Rache für das Verhalten, aus dem Rahmen gefallen zu sein. Der russische Generalstaatsanwalt bezeichnet AOE als gut strukturierte und entsprechend verwaltete Organisation. Die Aktivitäten der Bewegung, die auf einer kriminellen, extremistischen Ideologie beruhen, stellen eine echte Bedrohung für das Leben und die Gesundheit der Bürger, der Gesellschaft und des Staates dar. Jugendliche und junge Erwachsene, deren Psyche am anfälligsten ist für destruktiven Einfluss, sind aktiv beteiligt. In 18 Regionen Russlands soll die Bewegung sogar heimlich die Kontrolle über Schulen übernommen haben. An den Schulen werden Mitglieder rekrutiert und Gelder für inhaftierte Mitglieder gesammelt. Dass AOE jetzt als Extremismus zählt, hat übrigens Auswirkungen auf die Strafen, die Mitglieder, wenn sie erwischt werden, bekommen. Wie im deutschen Strafrecht kommt die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung dazu. Putin selbst hat im Januar diesen Jahres eine Anweisung zur Bekämpfung der Bewegung verfasst und dazu eine Kommission ins Leben gerufen, die von der Staatsduma gebildet wurde. Auch die russisch-orthodoxe Kirche hat sich dem Kampf gegen AOE verschrieben. Habt ihr von dieser Bewegung vor meinem Beitrag schon einmal gehört? Schreibt es doch in die Kommentare, denn auf Deutsch haben wir zu diesem in Russland viel zitierten Thema keine Quellen gefunden. Alle meine Videos bei Russland Live gibt es unter dem jetzt eingeblendeten Link.